Stell dir vor, du willst dein Auto verkaufen und setzt eine Anzeige in die Zeitung und schon nach kurzer Zeit meldet sich jemand. Er kommt vorbei, schaut sich das Auto an, macht eine Probefahrt, handelt noch ein bisschen, feilscht den ganzen Tag, um auf den richtigen Preis zu kommen, und er macht noch eine Probefahrt und sagt, das ist es, das ist das Auto, was ich gesucht habe. Mit dem Preis kommt er auch klar. Und alles sieht eigentlich nach einem einfachen Geschäft aus. Und dann ganz am Ende sagt er dir, ich würde gerne nächstes Jahr bezahlen. Wer würde darauf eingehen? Die meisten Menschen würden sagen, nee, danke. Ich brauche das Geld sofort. Der Mensch ist so von seiner Natur veranlagt, dass er nur ungern etwas aufgibt, es sei denn, er bekommt sofort etwas wieder zurück. Wenn man jetzt jemanden den Islam präsentiert, dann sieht man das erstmal als eine komplette Lebensumstellung. Der Islam ist ein 24-Stunden-Programm, 7 Tage die Woche. Es gibt keinen Moment, in dem man nicht Muslim ist. Und dann wird jemand vielleicht sagen, okay, ich bin bereit, mein Leben umzustellen, aber was bekomme ich dafür? Und man kann ihm ganz einfach sagen, das Paradies. Es gibt dafür das Paradies. Ja, okay, in Ordnung. Das ist auch eine große Belohnung, ja. Und wann? Wenn dein Leben vorbei ist. Da muss der normale Mensch erstmal schlucken. Wie, ich stelle mein ganzes Leben um und erst am Ende werde ich bezahlt? Das ist aber nicht das Einzige, was man bekommt. Wenn man diesen Schritt wagt und den Islam annimmt, dann bekommt man das, was die meisten Menschen auf der Welt suchen und kaum jemand findet. Betrachten wir einmal ein Tier. Nehmen wir das Pferd auf der Wiese. Wenn das Pferd einfach nur genug zu essen hat und ein Dach über dem Kopf, dann ist das Pferd völlig zufrieden. Das spürt gar nicht den Drang in sich, nach irgendetwas anderem zu verlangen. Genug zu essen, ein Dach oder im Kopf, das war's für das Pferd. Das ist gerade einmal das, was das Pferd zum Überleben braucht. Und das ist glücklich. Und jetzt betrachten wir die Menschen. Die meisten Menschen haben 100-mal mehr als das, was sie zum Überleben benötigen. Gerade hier in Europa, wo die reichsten Länder der Welt sind. Aber betrachten wir dort die Menschen, dann stellt man fest, die sind überhaupt nicht zufrieden. Und interessanterweise, je reicher ein Land, desto unzufriedener sind die Menschen. Eigentlich das, was man überhaupt nicht erwarten würde. Ein Tier, was mit so wenig zufrieden ist und die Menschen, die 100-mal mehr haben, aber je mehr sie haben, desto unzufriedener werden sie. Was macht jetzt der Mensch? Der Mensch, der diese Unzufriedenheit spürt, der denkt, er kann das beseitigen, indem er sich irgendeinen Wunschtraum erfüllt. Beispielsweise ein Ferrari. Und dann spart er 10 Jahre lang eisern auf diesen Ferrari. Und dann hat er das ganze Geld zusammen und geht ins Autogeschäft und kauft sich diesen Ferrari und setzt sich rein und macht eine Fahrt. Und er ist für eine einzige Sekunde glücklich. Und am nächsten Tag ist alles wie vorher. Und das ist nur dieses oberflächliche Glück. Dieses Glück, das ist eine ganz billige chemische Reaktion. Das sind einfach nur ein paar Hormone, die im Gehirn ausgeschüttet werden. Und du musst dafür auch keinen Ferrari kaufen. 50 Euro sind mehr als genug. Fahr damit zum Hauptbahnhof, da laufen Leute rum, die verkaufen dir ein Zeug, damit empfindest du exakt das Gleiche. Das ist kein Unterschied. Das ist eine oberflächliche Reaktion, die man einfach nachmachen kann. Man kann das imitieren. Es ist keine wahre Zufriedenheit. Und die Menschen machen immer weiter. Wenn er sich jetzt diesen Ferrari gekauft hat und merkt, dass ihn das nicht zufrieden gemacht hat, dann kommt der nächste Wunsch. Das kann eine Villa sein oder eine Frau oder vielleicht das Leben als Rockstar, berühmt werden, Fernsehstar, was auch immer.
Und er läuft dann auch sein ganzes Leben hinter diesem Wunsch her. Und egal welchen Wunsch er sich erfüllt, er wird nicht zufrieden. Bis an sein Lebensende. Es gibt dieses schöne Bild von dem Kaninchen mit einer Angel auf dem Rücken und wo vorne eine Mohrrübe dran ist. Und das Kaninchen läuft immer dieser Mohrrübe hinterher. Immer in der Hoffnung, irgendwann diese Mohrrübe zu bekommen, aber sie erreicht sie nie. Die Wahrheit ist, der Mensch kann sich alle Wünschträume der Welt erfüllen. Er wird nicht zufrieden. Auch wenn er das ganze Universum besitzt. Das alles ist nicht die Ursache für seine Unzufriedenheit. Die meisten Menschen leben tatsächlich wie in einer Art Sklaverei mit unsichtbaren Ketten. Diese Wünsche, denen sie für den Rest ihres Lebens hinterherlaufen, das nimmt ihr ganzes Leben ein. Sie werden von diesen Gedanken beherrscht. Und sie empfinden immer diesen Drang, der nächste Wunsch, das nächste, was ich mir erfüllen muss. Und so verläuft das ganze Leben. Die Zufriedenheit findet man so nicht. Denn diese Zufriedenheit hat ihre Ursache in der Seele des Menschen. Und die braucht das alles nicht. Die Seele muss nicht Rockstar sein und die muss auch nicht Ferrari fahren. Die Seele braucht einfach nur den Kontakt zu ihrem Schöpfer. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, ist das nicht auch eine Form der Sklaverei? Aber halt die Sklaverei unter einem Gott? Die meisten Menschen lassen sich lieber von 100 Göttern versklaven. Die Wahrheit ist, richtige Atheisten gibt es nicht. Die Frage ist nur, ob du einen Gott oder mehrere anbetest. Was ist überhaupt ein Gott? Was ist die Definition von einem Gott? Ein Gott ist allgemein etwas, was angebetet wird. Aber warum haben die Menschen zu allen Zeiten Götter angebetet? Beispielsweise im alten Rom. Warum hatten die all ihre Götter? Einen Gott für den Krieg, einen Gott für die Fruchtbarkeit, was auch immer. Sie waren überzeugt, dass ihr Leben, ihr Schicksal und ihre Zufriedenheit von diesen Göttern abhängt. Und darum waren sie auch bereit, bestimmte Rituale durchzuführen, Opfer zu bringen, irgendetwas dafür zu tun. Das waren ihre Götter. Jetzt dreh das Ganze einfach um. Das, von dem du glaubst, dass deine Zufriedenheit und dein Lebensglück davon abhängt und für das du deswegen bereit bist, alles Mögliche zu tun, das ist dein Gott. Und dann sieht man sehr schnell, dass die Menschen nicht nur einen Gott haben, sondern die Menschen haben ganze Armeen von Göttern. Nur, dass die nicht mehr Zeus oder Jupiter heißen. Die heißen jetzt Adidas, Apple, Ferrari, sonstige Markennamen, berühmt sein etc. Das sind die Götter der heutigen Zeit. Aber wer von beiden befindet sich jetzt in einer besseren Lage? Stell dir mal vor, du bist wie im Mittelalter auf einem dieser Sklavenmärkte. Du hast keine Wahl, du bist sowieso ein Sklave. Was wäre dir jetzt lieber? Dass einer zu dir kommt und dich als Sklave kauft? Oder dass 100 zu dir kommen? Und jeder einzelne von denen möchte deine gesamte Arbeitskraft, deine gesamte Zeit, deine ganze Hingabe. Wer von beiden ist in einer besseren Lage? Und noch dazu, der nur von einem gekauft wurde, der hat einen Herrn, der von ihm eigentlich gar nichts braucht. Der gar nichts von ihm verlangt, weil er sowieso schon alles besitzt. Dem der Sklave überhaupt nichts tun kann. Er kann nichts Gutes für ihn tun. Er kann sein Leben nicht reicher machen. Das ist ein Herr, der eigentlich nur das Beste für seinen Sklaven will. Nicht umgekehrt. Das ist jemand, der ihn niemals ausnutzen will, weil er überhaupt keinen Profit davon hat. Wer ist jetzt von beiden in der besseren Lage? Und das ist eine Sache, die in der Natur eines Menschen liegt. Und das kann man auch manchmal noch entdecken. Selbst bei vielen Menschen, die sagen, sie wollen von Gott überhaupt nichts hören. Ihr kennt vielleicht diesen Effekt. Vielleicht habt ihr als Kind schon mal auf eine Herdplatte gefasst. Was habt ihr gemacht? Musste eure Mutter vorbeikommen und euch erstmal erklären, was ihr zu tun habt? Oh, Kindchen, pass auf, die Platte ist heiß. Oh, die Hand wird schon schwarz, nimm die mal lieber runter. Nein. In dem Moment, wo ihr die Platte berührt habt, habt ihr sofort die Hand weggezogen. Das ist ein Reflex. Das ist fest verdrahtet in der menschlichen Natur. Es gibt einen ähnlichen Reflex.
wenn Menschen in einem Flugzeug sitzen und das Ding stürzt ab? Was machen plötzlich all die Menschen, die noch vor dem Abflug nichts von einem Gott hören wollten? Es ist derselbe Reflex. Alle Menschen wenden sich plötzlich zu einem Gott. Wie heißt es so schön? In einem Flugzeug gibt es bei starken Turbulenzen keine Atheisten. Das liegt in der Natur eines Menschen. Und das ist diese Zufriedenheit, die man am Ende dafür bekommt. Wenn man mal mit den Menschen spricht, die den Islam angenommen haben, dann hört man viele verschiedene Geschichten. Es gibt welche, die haben irgendetwas in ihrem Leben gesucht. Und sie haben sich mit dem Islam beschäftigt und haben den Islam angenommen und bleiben dabei. Und es gibt welche, die haben alle möglichen Religionen ausprobiert. Alles, was der Ferne Osten zu bieten hat. Und auch diese Menschen sind irgendwann nach einer langen Suche zum Islam gekommen. Und suchen auch nicht weiter. Weil diese Menschen das gefunden haben, was sie gesucht haben. Die ganze Zeit, wenn sie diese ganzen Religionen ausprobiert haben, dann haben sie gemerkt, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas passt nicht. Aber sobald sie den Islam gefunden haben, war dieser Besuch beendet. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die hat das sehr schön ausgedrückt. Sie wurde gefragt, warum sie den Islam angenommen hat und sie konnte das nicht recht erklären. Aber sie sagte, es ist das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Und das trifft es vielleicht am besten. Aber es ist nicht ein Zuhause für den Körper, es ist das Zuhause für die Seele. Das ist wie, wenn man im Winter vor seinem Schrank steht und man sucht etwas, um seine Hände zu wärmen. Und man macht den Schrank auf und probiert alle möglichen Klamotten aus. Dann nimmt man eine Mütze, stülpt die über die Hände, na, die ist ein bisschen zu groß. Und dann zieht man einen Pullover mal drüber und ja, das passt überhaupt nicht. Und dann findet man einen Schuh und schlüpft mal herein. Das passt schon ungefähr, aber es ist irgendwie unbequem. Es ist dasselbe Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Das ist so lange, bis man einen Handschuh ausprobiert. Das passt. Und genauso ist der Islam für die Seele des Menschen.